Moin Leute, Timex hier. Endlich, endlich, es gab ja schon viele, viele Leaks. Jetzt ist es offiziell, die Sneak Peeks sind da. Rathaus 15 in Clash of Clans. Und das schon sehr bald. Nächste Woche oder sowas sagen die meisten. Wir gucken uns zuerst ein 20-Sekunden-Video an. Und dann erklärt noch Itzu deutlich mehr obendrauf, was alles kommt. Erstmal pausieren, sieht man den Style von dem Ganzen. Rathaus 14 war ja so Dschungel und der Stuff. Finde ich nice. Ja. Ey, das wird so dumm teuer werden. Alter, die Mauern. Alter, was? Okay, krass. Die Luftabwehr sieht so aus. Der Magierturm sieht so aus. Selbst die Goldlager. Goldlager werden größer. Großes Ding. Eine Mauer, 8 Millionen. Krass. Heftig, 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 heftig. So, jetzt brauchen wir ganz schnell Itzu mit Infos. Es gibt keinen neuen Helden in diesem kompletten Update. Allerdings kann ich euch jetzt schon sagen, es ist meiner Meinung nach das beste und auch das größte Rathaus-Update, was wir jemals hatten. Von daher lasst euch jemals. Und falls ihr nicht Rathaus 15 seid, gar kein Problem. Ihr seht hier eine riesige Liste an Vergünstigungen, die für jede Menge Rathausstufen unter Rathaus 15 dann am Ende sein werden. Die schauen wir uns später noch ein bisschen genauer an. Aber erstmal so ist geschaut, Rathaus 15. Jemals? Das wird so dumm teuer. Scheiße, was machen wir da? Wie sieht der Stil aus? Wir schauen uns natürlich erstmal alle Gebäude einzeln an. 1,6 Milliarden Gold für alle Mauern. Zuerst das Rathaus, wir sehen hier bereits das erste Upgrade. Gibt einfach ein bisschen mehr Schaden. Das heißt, wir haben jetzt keine neue spezielle Waffe. Bisher hatten wir irgendwie die neuen Inferno, also X-Bogen hast du, glaube ich, angefangen, oder Tesla. Dann irgendwann mit dem Inferno und so weiter und so fort. Das bleibt alles mehr oder weniger gleich. Die Level von 1 bis 5 bei dem Rathaus selber verändern das Rathaus einfach visuell und machen die Inferno-Beams zum Beispiel ein bisschen stärker, erhöhen die Reichweite der Explosionsreichweite, erhöhen den Schaden der Explosion des Rathauses ein wenig. Ich hab so Bock, ne? Ich hab so Bock. Denn ansonsten wäre Rathaus 15 ein bisschen sehr, sehr schwer. Aber dazu kommen wir noch später. Denn ein weiteres Level gibt's noch und dann schauen wir uns an, wie ein komplett maxed Rathaus 15 aussieht. Und genau das ist es am Ende. Es sieht insgesamt sehr magisch aus. Lila wird auf jeden Fall der Stil sein, den ihr sehr, sehr häufig sehen werdet. Und damit kommen wir zu den Helden. Denn alle Helden bekommen 5 neue Level. Nein, das auch noch. Das auch noch. Jeder einzelne Held 5 neue Level. Und ich sag mal so, das wird teuer. Schauen wir uns mal die Kosten hier an, die ich zusammengestellt habe. Auch hier. Barbarenkönig, Level 85, 350.000 Dunkles. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bereits natürlich meine empfohlene Reihenfolge: Königin, Wächter, Royal Champ, Barbarenkönig. Alles zusammen kostet einfach 5 Millionen. Allerdings, wenn man das alles zusammenrechnet, ihr seht rechts immer die Tage, das heißt, wie lange ein Upgrade dauert. Seht ihr natürlich jetzt aber auch am Ende, wenn wir jetzt da durchgescrollt sind, wie krass teuer es ist, aber wie krass viel ihr euch auch sparen könnt mit dem Goldpass. Und natürlich kommt jetzt hier wieder die absolut krass eingebaute Werbung, wenn ihr euch einen Goldpass gönnt, um einfach alles ein bisschen günstiger zu machen. Und ihr seht hier allein schon meinen Helden 1 Million Dunkles-Elixier zu sparen, dann nutzt auf jeden Fall gerne Creator Code Itzu. Aber ich würde sagen, oder auch gerne Creator Code Trimax. Danke an jeden Einzelnen. Sagen, wir gehen erstmal weiter. Nächstes Gebäude, Klamburg. Bekommt ein neues Level und die Klamburg, dort ist es so, dass 5 neue Truppenkapazitäten mit dabei sind. Fett. Yep, das heißt, da könnt ihr. Digga, dann ist Update 20 Tage. Könnt ihr auf jeden Fall euch neue Kombinationen überlegen. Lasst es mich gerne 20 Tage Upgrade. Das könnte auf jeden Fall geil werden. Diese Klamburg könnte absolut krank. 20 Tage Upgrade. Stark sein. Und ich würde sagen, alles, was wir verbessern, ziehen wir erstmal nach da oben zum Rathaus. Aber gehen wir direkt weiter. Das nächste. Oh, das sieht echt geil aus mit diesem lilanen Stil. Was sagt ihr? Schreibt es mal bei YouTube in die Kommentare. Ich finde diesen lila-goldenen Stil ziemlich nice. X-Bone wird ein bisschen stärker allgemein. Ist natürlich bei so einem neuen Level, hat es so an sich. Schauen wir uns mal an. Auch hier wieder sehen wir, dieses Lila werden wir bei sehr, sehr vielen Sachen in diesem neuen Rathaus sehen. Ein Fernturm, ganz genauso. Auch hier sehen wir natürlich wieder. Sieht sehr geil aus, finde ich. Dazu. Wie gesagt, Rathaus 15 hat es in sich. Und auch hier wieder sehen wir so einen leichten Lila-Ton mit dabei. Dieses Gold und Lila ist etwas, was wir sehr, sehr häufig hier auf jeden Fall sehen werden. Luftabwehr bekommt auch ein neues Level. Das heißt, auch hier haben wir wieder mehr Schaden, mehr Leben. Die klassische Kombination bei den ganzen Sachen. Der Minenwerfer, muss ich allerdings sagen, der Minenwerfer, meine Freunde, ist mein Highlight. Schaut euch an, wie geil der aussieht. Dieses dunkle Lila in Kombination mit diesem Gold sieht einfach unfassbar geil und edel aus, finde ich irgendwie. Vor allem, weil der Minenwerfer halt eben komplett in dieser Farbe ist. Auch er natürlich bekommt wieder einiges an Schaden und natürlich auch einen Trefferpunkt mit dazu. Aber
Was passiert mit dem Magetum? Das ist ja schon ein lilanes Ding. Und da muss ich sagen... Oh, auch gut, auch gut. Ich weiß nicht, weil irgendwie, wenn ich mir das anschaue, lasst mich gerne wissen, ob es genauso ist bei euch, der Magier steht irgendwie nicht mittig. Ich weiß nicht, ob ich das bin, aber der Magier wirkt irgendwie nicht wirklich, dass er mittig steht. Aber nächste Verteidigung, die ein neues Level bekommt, ist der Bogenschützenturm. Und keine Ahnung, wenn euch jetzt gerade alles viel zu schnell geht, wir schauen uns gleich alle Verteidigungen nochmal gemeinsam an. Boah, krass, auch geil. Wie viel und was vor allem denn damit dazukommt. Die ganzen Statistiken könnt ihr euch natürlich immer hier ganz gerne einfach selber rauspicken, wenn ihr es gerne möchtet. Aber wir machen direkt weiter. Die Kanone, auch die muss ich sagen, sieht extrem cool aus. Die gibt einem so ein bisschen Rathaus 9 Erinnerung. Auf Rathaus 9 war sie auch sehr, sehr dunkel gehalten und so weiter. Jetzt hat sie noch, allerdings nochmal dieses Goldene mit dabei, was ich halt eben so unfassbar edel finde, diese Kombination aus. Ich fand auch schon Rathaus 14 mit dem Dschungeldesign ganz geil. Lila, dunkel gehalten und dann die goldenen Akzente mit dazu. Feiere ich extrem. Auch natürlich der Bombenturm bekommt ein neues Level. Auch der hat die gleiche Farbkombination wieder mit Lila und im Gold. Wir haben zwei Fallen, die neue Level bekommen. Einmal die kleine Bombe und einmal die rote Mine. Da visuell die kleine Bombe ein wenig, aber natürlich die roten Minen werden visuell sich nicht so krass wirklich ändern. Dementsprechend gibt es da nicht wirklich viel zu zeigen. Aber beide Fallen bekommen auf jeden Fall ein neues Level. Übrigens... Achso, bevor jetzt einige sagen, oh, mir fehlt das, das, das und das. Das ist nur das erste Sneak Peek, Sneak Peek 1. Das ist nicht alles, was da kommt. Das ist nur ein Bruchteil von dem, was kommt. Seht ihr auch die ganze Zeit immer die Kosten. Und da seht ihr, das Ganze wird ordentlich teuer, was die Ressourcen, aber was auch die Zeit angeht. Und dafür braucht ihr natürlich neue Lagerlevel. All das habt ihr. All das haben wir. Elixierlager, Goldlagerlevel und natürlich dunkles Elixierlagerlevel. Das heißt, ihr könnt ab jetzt 22 Millionen von beiden Hauptressourcen und insgesamt 370.000 dunkles Elixier lagern. Dadurch werden die Runen, die wir jedes Season bekommen aus den Season Pass, deutlich geiler. Weil es ist ja immer einmal voll machen. Ist schon mal eine Menge. Die nächsten vier Gebäude, die wir natürlich hier noch haben, die neue Level bekommen, ist einmal die Zauberfabrik, das Labor, dann natürlich das Pet House. Insgesamt sind es dort vier neue Level, die echt krass viel kosten. 19 Millionen ist dort mit das Billigste. Also das auf jeden Fall krass. Und natürlich auch der Workshop bekommt auch ein... Was hat er gesagt? Doch haben die neue Level bekommen, ist einmal und insgesamt dunkles Elixier lagern. Das ist schon mal eine Menge. Die nächsten vier Gebäude, die wir natürlich hier noch haben, die neue Level bekommen, ist einmal die Zauberfabrik, das Labor, dann natürlich das Pet House. Insgesamt sind es dort vier neue Level, die echt krass viel kosten. 19 Millionen. Vier neue Level beim Pet House? Alles andere ein Level. Und pro Level gab es ein neues Pet. Das heißt, es muss vier neue Pets geben, oder bin ich dumm? Viermal das Pet-Haus hochziehen. Ja, und eigentlich normalerweise ist jedes Mal, wenn du das Pet-Haus hochziehst, gibt es ein neues Pet. Labor, dann natürlich das Pet-Haus. Insgesamt sind es dort vier neue Level, die echt krass viel kosten. 19 Millionen ist dort mit das Billigste. Also das auf jeden Fall krass. Und natürlich auch der Workshop bekommt auch ein neues Level. Mauern, die dürfen nicht vergessen, oder? Mauern. Na gut, kann man beides rein interpretieren, ne? Heißt es jetzt, die vier Gebäude sind ein Level hoch oder das Pet-Haus kriegt vier neue Level? Nein, Pet-Haus wird auf Level 8 gehen, neu. Pet-Haus geht auf Level 8. Pet-Haus geht auf Level 8. Ja, von 4 auf 8. Mauern werden auch sehr teuer. Boah, die sehen schon gut aus. Aber ich weiß, ich sehe schon die ersten Leute wieder am Tippen und oh mein Gott, ist das alles teuer. Leute, ihr wisst, sehr, sehr viele, die da draußen am Clashen sind. Ich glaube, sobald sie Max sind, wissen die gar nicht, was sie zu tun haben. Dementsprechend ist natürlich eben gut, dass die Reise auf jeden Fall noch ein gutes Stück dauern wird. Das ist alles, was neues Level bekommt, wenn es um Gebäude und Helden geht. Aber das heißt dann natürlich jetzt noch Truppen, die das neue... Judo sagt 4 Level bei Pet House. Pet House geht auf Level 8. Ja, ich meine auch. Pet House war maximal 4, jetzt geht's 8. Ist so, ja. Pet House Level 8 ist bestätigt. Pet House Level 8 kommt. Gut. Neues Level bekommen. Und als erstes haben wir natürlich erstmal selber die Barbaren und auch die Bogenschützen gleich noch. Weswegen sind die jetzt relevant? Weil die meisten werden denken, ja gut, ich bin Rathaus 14, beziehungsweise jetzt dann auch 15. Ich brauche Barbaren und Bogenschützen eh wirklich nie. Wieso sollte ich die leveln? Hierbei eine kleine Information, die wahrscheinlich nicht wirklich viele wissen. Und zwar, wenn ihr euren König oder die Fähigkeit eurer Königin benutzt, die Barbaren und Bogenschützen, die dort beschworen werden, ja, die entsprechen dem Level, wie ihr selber sie im Labor habt. Also von daher auch Barbaren und Bogenschützen eine wichtige Truppe im späteren Verlauf. Das nächste hier, der Riese bekommt ein neues Level. Da bin ich gespannt, ob irgendwas sich ändern wird, ob vor allem auch die Superriesen, denn denkt hierbei daran, alle Truppen, die ein neues Level bekommen, natürlich bekommen auch dann die Superversion ein neues Level. Das ist vor allem dann natürlich bei der nächsten Truppe zu spüren. Denn jetzt haben wir hier Mauerbrecher, worüber ich aber rede, ist der Magier.
Jetzt stellt euch nämlich vor, eine Supermagier-Blimp, das heißt ein Zeppelin, der füllt mit Supermagiern, das ist jetzt insgesamt nun ja mit einem Level höher. Das kann schon ordentlich wehtun. Von daher, wie gesagt, einige der Supertruppen, wie auch die Bogenschützen, Superbogenschützen zum Beispiel genauso, die können schon ordentlich wehtun. Nächste Truppe mit neuen Level ist dann der Miner. Der Miner wird auf jeden Fall wieder ein bisschen stärker. Auf Level 9 kann es insgesamt dann hochgehen. Und auf jeden Fall für alle Hybridspieler, glaube ich, eine nette Angelegenheit. Und jetzt kommt natürlich wieder der große blaue Schatten. Der Elektrodrache bekommt auch ein neues Level. Ich denke, das hat Supercell auf jeden Fall einfach gemacht, um halt vor allem die Leute, die halt das ganze Spiel eher etwas entspannter sehen, etwas... Das bin ich, das bin ganz doll ich. Ich sehe es sehr entspannt. Das ist eine richtige Noob-Einheit, ich mag die. Entspannter das Ganze angehen, dass auch die auf jeden Fall gute Chancen auf 3 Sterne haben. Mit den Elektrodrachen ist nochmal... Gute Chancen auf 3 Sterne, die es entspannt angehen, a.k.a. kein Skill haben. Oh, komme ich ins Spiel. Danke Supercell für das neue Elektrodrachen-Level. Normalerweise immer sehr, sehr gut möglich. Gehen wir rüber zu den dunklen Elixier-Truppen. Da haben wir als allererstes den Golem, der ein neues Level bekommt. Ich zeige euch natürlich auch gleich jeweils alle, wie die ganzen Truppen ab jetzt aussehen. Und ich kann euch sagen, der Golem, ich weiß nicht, wie sie es machen, aber der Golem sieht immer so verdammt cool aus. Das ist schon echt sehr, sehr krass. Minion, auch hier bekommt es ein neues Level, denn wir haben ja schon einige Aufräumtruppen, nenne ich sie einfach mal, die ein neues Level bekommen haben. Aber es geht auch natürlich bei den Minions weiter. Und jetzt, meine Freunde, habe ich etwas Angst. Denn die nächste Super- oder nächste Truppe, beziehungsweise Supertruppe, ist nichts anderes als die Hexe. Ich bin sehr gespannt, denn man könnte das Spiel Clash of Clans auch in Clash of Hexen umbenennen, wenn es um die Rathausstufen 9 bis eben 13 circa geht. Ab Rathaus 14 sind sie ein bisschen abgefallen. Ich hoffe, dass es auf 15 jetzt nicht zurückkommt. Aber ich lasse mich gerne überraschen, was ihr euch da draußen alle über ausdenkt. Der nächste Zauber, der hilft Hexen auch noch. Ja, das wird auf jeden Fall interessant, wie gut die Kombination wird. Denn wir haben natürlich jetzt das neue Blitzzauber-Level. Und wir denken dabei dran, einige Schlüsselelemente des Fledermaus. Da kommen jetzt die ganzen Zauber. Eine weitere Fledermaus. Naja, auf jeden Fall. Jetzt schauen wir uns ganz kurz die Truppen an. Ihr seht, der Elektrodrache sieht schon verdammt geil aus. Der Golem. What the fuck? Der Golem Elektrodrache. Meiner Hexe, wow, wie sehen die aus? Golem, also Designs sind halt wieder absolut geil, finde ich auf jeden Fall. Der Elektrodrache sieht extrem cool aus mit seiner Blitzkrone und so weiter. Feiere ich auf jeden Fall extrem. Jetzt lass uns anschauen, wie alles zusammen in Maxed aussieht. Und schuppdiwupp. Und damit haben wir ein Alter. Krass. Das erstmal reinziehen, ey. Einer hat gesagt, schau dir die Werkstatt an, da sieht man einen Koboldbohrer. Goblin Drill. Das hier meinst du? Könnte das Schlüssel auf eine neue Truppe geben oder auf eine neue Belagerungsmaschine? Komplett maxed Dorf. Es sind insgesamt 200 Mauern, die ihr hochleveln könnt für jeweils 8 Millionen Ding. Gold oder 8 Millionen Elixier, was natürlich am Ende vollkommen euch überlassen ist. Das sind insgesamt alle Mauern und so sehen die insgesamt aus. Ich muss sagen, ich feiere die Mauern. Da sieht man es ja. Extrem. Ich weiß nicht, ob es vielleicht bin. Was ich das ganze magische Design ganz cool finde, aber lasst natürlich gerne wissen, was ihr davon haltet. Sagt ihr yay oder nay, wie auch immer ihr das Ganze findet. Aber ich habe euch am Anfang was versprochen, und zwar, dass wir uns nochmal ganz kurz anschauen, was alles vereinfacht wird. Und das heißt mehr oder weniger, was alles kostengünstiger gemacht wird, sowohl was die Kosten selber angeht, das heißt die Ressourcen, aber auch die Zeiten. Ich scroll einmal durch die ganze Liste durch, weil ihr seht schon hier, das ist unfassbar, unfassbar viel. Einfach, damit ihr aber natürlich eure... Guck einmal so rein. Archer Tower von Level 18 kostet nicht mehr 11,5, sondern 8,5. Das ist ein Unterschied. Mauer von 3 auf 2, von 5 auf 4. Informationen selber raussuchen können, falls eben Rathausstufe X, Y oder Z sein. Könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne machen. Ich versuche nicht allzu schnell. Ansonsten stellt das Video gerne auf 0,2 Sekunden oder ähnliches mit der Wiedergabegeschwindigkeit. Aber das sind einfach so viele Daten, dass ich... ja, nicht alles jetzt hier vorlesen kann. Von daher würde ich sagen, wären wir noch morgen mit dabei. Von daher, das auf jeden Fall jetzt hier die ganze Information. Das ist ja auch, das ist ja ultra krass für alle Leute, die nicht Rathaus 15 sind. Die Leute, die nicht Rathaus 15 sind. Das ist ja ultra heftig. Das ist damit auch schon Sneak Peek Nummer 1 für euch. Und ich hoffe natürlich, dass es Spaß gemacht hat, das Ganze zuzuschauen. Sehr geil. Sehr, ey, ich habe richtig Bock. Ich habe richtig Bock. Weißt du, wann es kommt? Viele haben geschrieben Montag, aber keine Ahnung, ob es stimmt. Neues Free-to-Play-Projekt, ja, müsste eigentlich kommen, aber momentan haben wir echt viel zu zocken.